herzlich willkommen, hallo zum ersten Sport- und Inklusionstag in Wiesbaden. Und das darf man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das, was wir heute zusammen auf die Beine gestellt haben, was wir hier in Wiesbaden erleben, ist wirklich noch nie da gewesen. Also ich fand es heute einen wirklich tollen Tag, weil hier die gesamte Verbändelandschaft, Vereinslandschaft vertreten ist und sich die Leute einfach mischen, Spaß haben. Und das Bühnenprogramm ist auch einfach sehr abwechslungsreich. Die Musik war toll und ja, ich hoffe, dass unsere Athletinnen und Athleten in Berlin erfolgreich sein werden. Ja, die Veranstaltung war sehr wichtig für Special Olympics Deutschland. Teilnahme, Inklusion, Barrierefreiheit, alle Sportvereine waren da gewesen, wo man Zugriff drauf hat. Und das hat auch gepasst. Schnittmengen sind meiner Meinung nach die Grundlage für eine inklusive Gesellschaft. Die Möglichkeit zu haben, sich zu begegnen, zu sensibilisieren für seine Bedürfnisse, ist einfach total wichtig. Und ich wünsche mir, davon hätten wir mehr Gelegenheiten in Zukunft. Wir wollen das Thema Inklusion in Wiesbaden intensiver noch behandeln. Wir sind eine Stadt der Vielfalt, wir fühlen uns dem Thema verpflichtet und wir möchten vor allen Dingen jedem Menschen in seinen individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Und das heißt ja Inklusion. Und ein solches Format dient einfach dazu, dass man das mal weit in die Öffentlichkeit reintragen kann. Ich glaube, das ist uns gut gelungen.